Sage und schreibe, 4650 Bäume haben die Bewohner von Fatterode eigenhändig gepflanzt. Lerchen, Bergahorne, Küstentannen, auf 4 Hektar soll vor den Toren ihres Dorfes ein robuster Mischwald entstehen. Forstamtsleiter Stefan Stiefel begutachtet das Ergebnis der Pflanzaktion. Auf die Fläche sind unterschiedliche Pflanzen hier gebracht worden. Bis zu 7 Baumarten habe ich bis jetzt gezählt, die ich hier gesehen habe. Im konkreten Fall hier haben wir eine kleine Douglasie. Und ich muss sagen, die Pflanzqualität, die hier geliefert wurde, die ist einwandfrei. Die Pflanzen stehen alle super da. Die Fatteroder hatten genug vom traurigen Anblick des kahlen Hangs. Die schönen alten Fichten hatten Trockenheit und Schädlinge dahingerafft. Thüringen ohne Wald ist unvorstellbar. Das ist ein Stück Heimat, was sich natürlich verändert hat. Man sieht es ja auch im Harz, wo das große Waldsterben ist. Wenn er nicht mehr da ist, ist die Heimat auch verschwunden. Das gehört dazu wie das eigene Elternhaus, der Wald vor der Haustür. So schön wie früher, so soll es auch für die nächsten Generationen sein. Also setzten sich die Mitglieder der Waldinteressentengemeinschaft zusammen und tüftelten an einer Lösung des Problems. Beim Thüringenforst stellten sie einen Förderantrag. Mit Erfolg. 19.000 Euro bekamen sie für neues Pflanzgut. Doch die Setzlinge mussten ja auch noch in die Erde. Also wurden alle Dorfbewohner zusammengetrommelt. Wir hatten eine WhatsApp-Gruppe gehabt und wenn ich die Leute angesprochen habe, habe ich immer liebe Waldinteressenten, liebe Angehörige, liebe freiwillige Helfer, morgen ist es wieder soweit. Und wir waren bei manchen Aktionen, waren wir 30 Leute gewesen, teilweise noch mehr mit Kindern. Und jeder hat das gemacht, was er konnte, angefangen vom Pflanzen, vom Material auf die Fläche bringen, vorher das Freiräumen oder auch einen Imbiss herrichten. Die Helfer kamen sogar von weit her, bis zu 80 Kilometer sind sie angefahren. An mehreren Wochenenden forsteten die Waldretter die Umgebung Stück für Stück wieder auf. Auch von schlechtem Wetter ließen sie sich nicht abschrecken. Die Dorfgemeinschaft ist noch mehr zusammengerückt. Das schweißt zusammen und man spricht drüber, ne? Und wir haben auch hier im Abschluss haben wir noch mal ein schönes Waldfest gemacht. Da waren auch alle dabei gewesen und man spricht halt drüber und freut sich, dass wir so weit gekommen sind. Und der Bürgermeister hat es ja vorhin auch angesprochen, er selber hätte es auch nicht geglaubt, dass wir die Leute so weit mobilisieren können. Vielleicht macht die beispiellose Aktion Schule. Die Fatteroder werden sich auch künftig um ihre zarten Pflänzchen kümmern, damit aus ihnen kräftige Bäume werden. Ein starkes Dorf für einen starken Wald. Ja, und wir bleiben mal noch im Wald, denn einer der besten Sachsens ist der Wald in Schellerhau bei Altenberg. Er hat in dieser Woche auch die Auszeichnung bekommen als besonders vorbildlicher Wald. Und unsere Reporterin Gesine Schöps hat sich das heute in Schellerhau mal erklären lassen. Ja, dieser Wald hier in Schellerhau ist ein Vorbild und zwar unter anderem, weil er so aussieht. Ja, also man kann schon fast sagen, je unordentlicher, desto besser. Wenn mein Kinderzimmer damals ausgesehen hätte, wäre es kein Vorbild gewesen. In diesem Fall hat sogar dazu geführt, dass der Landwirtschafts- und Umweltminister diesen Wald als Vorbild auszeichnet. Und warum, das kann mir jetzt Herr Werner sagen. Schönen guten Tag, Herr Werner. Das ist sozusagen Ihr Forst sozusagen. Hallo, genau. Wir versuchen hier den Wald der Zukunft zu schaffen, das heißt einen vielschichtigen Wald. Vielschichtig zum einen, weil wir hier verschiedene Höhenstufen der Baumarten haben, also Altersklassen, sagen wir in der Forstwirtschaft. Und zum anderen, weil wir versuchen auch mit mehreren Baumarten zu arbeiten. Hier im Hintergrund sehen Sie zum Beispiel Buchen. Wir wollen im Frühjahr jetzt noch Ahörner pflanzen. Wir haben hier vereinzelt Birken, Ebereschen und weiter unten auch Weißtannen. Also wir wollen auf viele Baumarten setzen, auf wirklich eine Vielfalt setzen. Auch in der Ökologie, deshalb eben hier auch diese Totholzhaufen. Ja, die sieht man ja hier überall, ne? Was wohnt denn da drin? Was für Tiere leben da drin? Eidechsen drin, Blindschleichen, aber auch Vögel erfreuen sich an diesen. Genauso ist es wichtig, dann andere Biotope anzulegen, also an sich Totholz anzureichern im Bestand, kleine Tümpel, Schlenken anzulegen, wo sich amphibische Lebewesen wohlfühlen. Natürlich trotzdem ist es auch wichtig bei der ganzen Sache, dass man Ökologie, Ökonomie und Soziales immer den Ausgleich im Wald findet und das versucht zu vereinen. Das ist meist immer eine Kompromisslösung. Den gesellschaftlichen Ansprüchen gerecht zu werden. Ist dieser Wald jetzt perfekt? Kann den sozusagen nichts mehr kaputt machen? Oder gibt es doch so ein, zwei Sachen, die Ihnen immer noch Sorgen machen? Also perfekt ist der Wald noch nicht. Das ist ein Waldumbau, ist ein Prozess. Der braucht mehrere Jahrzehnte. Wir sind noch dabei. Also jetzt vor allen Dingen bei dem warmen Wetter ist eben die Gefahr durch Stürme. Es regnet noch. Die Bäume, der Wurzelbereich ist nass. Das wirkt wie ein Stempel. Also es ist jetzt schon, besteht schon die Gefahr, dass noch der Wald umkippt. Und weiterhin gibt es im Revier noch weitere Probleme. Das ist eben
Ich habe Spürkuhn, ich habe hohe Tourismusanfragen und Frequentierung durch Besucher und das alles unter einen Hut zu kriegen. Unter anderem im Revier auch noch die Interimsbestockung, also die Übergangsbestockung an damals vom Waldsterben. Da habe ich noch eine riesige Waldumbauaufgabe zu lösen. Aber man muss Punkt für Punkt anpacken und dann kriegt man das auch mit der Zeit gelöst. Man muss eben bloß Zeit und Geduld haben. Wie stolz sind Sie denn, dass Ihr Wald jetzt Vorbild ist? Also stolz würde ich nicht sagen. Ich sehe das als Ansporn für zukünftige Generationen, vielleicht meine Kindeskinder oder Kinder eben, einen Wald zu hinterlassen, auf den die irgendwann sagen können, wir sind stolz auf diesen Wald und dafür sind wir dankbar. Das ist, und ich mache das ja nicht nur alleine, das machen viele andere Kolleginnen und Kollegen in Deutschland und denen gebührt genauso meine Anerkennung oder die Anerkennung an sich. Vielen Dank, Herr Werner. Also das ist einer von insgesamt 18 Wäldern, die als Vorbild angesehen werden können. Also in ganz Sachsen gibt es 18 weitere Waldstücke, die ähnlich sind. Und man muss wirklich sagen, wenn man hier den Blick schweifen lässt, ja, also man sieht immer mal hohe Bäume, man sieht niedrige Bäume, man kann durchlucken, aber man sieht auch eben wieder dann dieses dichte Dickicht. Also es ist ein Wald fürs Auge und einer für die Zukunft vor allem. Gesine Schöps aus dem Landeswaldrevier in Schellehau im Osterzgebirge. Vielen Dank für die Infos.